klinget so herrlich, das klinget. Es war wunderschön, mit denen zu arbeiten. Wir haben alles genießen können und merken können, wie viel Energie da dahinter ist. Mythos Mozart ist eine immersive Experience. Was ist das? Wir haben im Untergeschoss vom Steffel, das sind 1500 Quadratmeter, Räume gebaut, die mit Projektoren und mit Lautsprecher intensiv ausgestattet sind. Das heißt, wir haben wirklich rund um uns 360 Grad Projektionen, die uns in das Leben von Mozart hineinführen werden. Wir haben über Jahre überlegt, welche Werke wir in das Repertoire nehmen wollen und haben dann festgelegt, dass es die Werke sind, die Mozart in der Rauensteingasse in seiner letzten Wohnung geschrieben hat, im Requiem Zauberflöte Klarinettenkonzert. Wir haben die Professoren, Studierende der MDW gebeten, dass sie diese Werke neu und frisch interpretieren. Das hat wunderbar geklappt und wir sind in die Synchronstage gegangen und dort aufgenommen, was auch eine fantastische Zusammenarbeit war. Also es war irgendwie ein paradiesisches Arbeiten für mich. Die MDW-Studierenden und Professoren haben sehr viel beigetragen, dass diese Umsetzung grandios geworden ist. Wir hatten zwei Dirigenten, die sehr offen waren, diese Werke neu zu interpretieren. Und natürlich jetzt eine Universität in Wien zu haben, wo Mozart gelebt hat, gewirkt hat, ist eine Kombination, die sonst niemand bieten könnte. Was wirklich auch fein war, ist, dass wir so vielfältig aufgenommen haben, dass wir jetzt in Spatial Environments arbeiten können. Wir können im wahrsten Sinne des Wortes durch das Orchester durchwandern und Teile hervorheben und neu zusammensetzen. Vor allem, dass die Musiker und Musikerinnen sehr viel live spielen, sehr viel live und Klassikerfahrung haben. Umgekehrt in Los Angeles, wenn ich dort mit Orchester arbeite, haben die wahnsinnig viel Mikrofonerfahrung und Filmerfahrung. Und hier war es wirklich die Freude da, was Neues zu machen und was Schönes zu machen.